Liebe Zuschauer, es ist die EZB-Woche und lange war man nicht mehr so gespannt auf einen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Jetzt hat die EZB geliefert. War es das, was der Markt hören wollte? Schauen wir uns genauer an. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich einen, der hier immer auf dem Parkett sitzt, Tim Oechsner von der Steubinger AG. Tim, du bist Anleihehändler hier auf dem Parkett. Hast jetzt mal die Zeit gefunden, bei uns vorbeizuschauen. Schön, dass du jetzt hier bist. Deswegen duzen wir uns auch. Wir sehen uns hier ja quasi täglich auf dem Parkett. Ich schaue jetzt mal auf die Marktreaktion. Wenn wir uns den DAX anschauen, der war vorher schon wackelig unterwegs. Jetzt hat die EZB geliefert, 0,75%. Unterm Strich ist jetzt quasi beim DAX gerade danach nicht viel passiert. Ist das also eigentlich das, was der Markt erwartet hatte? Ja, eine typische EZB-Woche, zuletzt schwächer. Und im Prinzip das, was der Markt jetzt auch erwartet hatte mit dem Rate-Hike um 0,75 Basispunkte. Insofern ist der Markt im Bereich DAX oder auch bei den Anleihen beim Bund Future relativ unverändert unter dem Strich. Insofern war die Woche da geprägt von einem schwachen Handelsstart am Montag. Dienstag, Mittwoch dann gute Tage. Jetzt dann doch wieder sehr ruhig am Donnerstag mit weniger Handelsaktivität. Und im Prinzip jetzt keine Reaktion, weil es eigentlich so erwartet war. Der Markt hat also zu einem großen Prozentsatz diese 0,75 Basispunkte Zinsanhebung eingepreist. Und was auch noch wichtig ist, was wir auch gesehen haben, dass die EZB ihren Inflationsforecast, also die Vorherschau, erhöht hat. Also für 2022, 2023 und 2024. Und ganz wichtig für 2024 über die 2%. Das ist ja das ursprüngliche Ziel der EZB ist, 2% Inflation sicherzustellen. Insofern nachvollziehbar, dass sich jetzt nicht ganz so viel bewegt hat zunächst. Ja. Also es hat sich jetzt am Aktienmarkt nicht so viel bewegt. Wir sind immer noch im Minus, haben da sowieso sehr viel Volatilität gesehen in der letzten Zeit. Und da konnte man öfter mal bemerken, dass es bei den Aktien gerumpelt hat, aber die Anleiherenditen da gestiegen sind. Du handelst ja Anleihen. Mhm. Spricht das dann aus deiner Sicht jetzt erstmal in dem Umfeld eher für die Anleihen als für Aktien? Also steigende Renditen sind ja auch ein Zeichen von fallenden Kursen bei Anleihen. Also insofern ist es bei den Sentiment bei den Anleihen doch relativ fragil auch. Also im Prinzip umso mehr die Leitzinsen steigen oder auch die Renditen der verschiedenen Anleihen, umso schwächer werden die Anleihenkurse. Insofern ist die Stimmung bei den Anleihen im Moment, sollte sie eigentlich positiv sein, weil man sagt, okay, die Renditen steigen, die Assetklasse wird gegenüber Aktien interessanter, aber die Stimmung ist doch volatil und die Käufer im Anleihemarkt, also Anleihehandel, suchen im Prinzip kurze Laufzeiten zwischen 2 und 4 Jahre, wo das Emittentenrisiko und Zinsrisiko überschaubar ist und natürlich gute Namen, also qualitativ gute Namen. Und vorzüglich natürlich auch aus Deutschland mit einer relativ kleinen Stückelung, die ja bei den Anleihen auch wichtig ist, weil es gibt ja auch verschiedene Anleihen, die eine 100.000er Stückelung haben, die für Retail-Anleger ja gar nicht geeignet sind. Aber die suchen natürlich qualitativ gute Anleihen raus. Aber natürlich die Stimmung ist auch relativ fragil, weil die Zinsen und die Renditen ja eigentlich immer weiter steigen. Und ob der richtige Zeitpunkt jetzt für den Einstieg schon gefunden ist, kann man noch nicht genau sagen. Ja. Was sind überhaupt so die Einflussfaktoren, also auf die du jetzt besonders guckst? Gibt es da bei Anleihen noch mal was anderes, worauf man achtet? Du hast die Stimmung gerade angesprochen, also gibt es da spezifische Einflussfaktoren noch? Da gibt es sicherlich noch ein paar Sachen, die vielleicht über den Aktienmarkt hinausgehen oder anders gewichtet werden. Zum Beispiel halt auch diese Inflationsdaten, wobei gut, die kommen natürlich bei den Aktien auch vor, also zum Beispiel die CPI-Daten oder die PPI-Daten, also die Producer-Preis-Index. Ansonsten natürlich die FED und die EZB-Sachen. Und also im Prinzip ist es ähnlich wie beim Aktienmarkt. Also das Gesamtsentiment ist natürlich ausschlaggebend im Prinzip auch bei den Anleihen. Was da natürlich hinzukommt, sind noch die verschiedenen Credit Spreads, also diese Unternehmenskreditsanteile in der Anleihe. Also diese iTrax Main und iTrax Crossover, die spielen natürlich noch eine Rolle. Die gibt es jetzt im Aktienmarkt derartig nicht. Ja. Mhm. Du hast ja jetzt die ganze Woche schon natürlich dein Augenmerk drauf gerichtet. Hast du da jetzt nochmal was Spezielles feststellen können in dieser EZB-Woche? Also was jetzt besonders quasi gehandelt, besonders nachgefragt wurde bei den Anleihen oder worauf liegt vielleicht auch dein spezieller Fokus? Der Primärmarkt für Anleihen hat diese Woche wieder eröffnet, jetzt auch Anfang September. Das heißt, die verschiedenen Handelsteilnehmer und die verschiedenen Banken auch sind jetzt wieder auch alle aus dem Urlaub zurück und bringen also jetzt verstärkt auch neue Anleihen an den Markt. Also es ist ja so, dass der Anleihemarkt im Prinzip revolvierend ist. Die Anleihen haben eine feste Laufzeit, die laufen aus. Die Unternehmen müssen sich neu refinanzieren und bringen deswegen sukzessive Anleihen. Während ein Unternehmen ja quasi nur eine Aktie hat, die unendlich läuft und Dividende ausschüttet, die Anleihen, die revolvieren. Und es gibt ja pro Laufzeitwand auch immer eine Anleihe. Insofern ist es ein revolvierender Markt im Prinzip, wo es ständig neue Emissionen gibt. Und das ist jetzt diese Woche auch wieder stark angesprungen, gerade auch Dienstag und Mittwochs. Also die Pipeline ist jetzt voll Richtung Jahresende, auch mit Neuemissionen und die Unternehmen und die Staaten.
auch Italien, Frankreich, die refinanzieren sich also am Kapitalmarkt und brauchen natürlich da entsprechend auch ein gutes Sentiment, dass die Investoren bereit sind, auch neue Anleihen aufzunehmen, wie es zum Beispiel Dienstag und Mittwoch der Fall war, wo auch diese Zeichnungsfristen und diese Zeichnungsbücher sehr, sehr voll waren und entsprechend überzeichnet. Was konntest du zuletzt beim Bund Future beobachten? Ja, der Bund Future ist ja im Prinzip das Marktbarometer, wie der DAX, nur auf der Rentenseite. Der ist natürlich weiterhin sehr volatil. Der ist natürlich auch im Prinzip kontinuierlich gefallen, jetzt auch über die Sommermonate. Also im Prinzip der Bund Future fällt. Die Renditen steigen im Prinzip mit gewissen Unterbrechungen. Aber natürlich die Volatilität ist natürlich im 10-Jahres-Bereich sehr hoch. Und jetzt gerade hat man auch gesehen, beim EZB-Zinsentscheid ist der Bund Future natürlich auch erst nach unten und dann nach oben quasi 100 Ticks, eine sehr große Range, aber jetzt im Endeffekt auch wieder unverändert, also wie beim DAX auch. Ja. Also Ausschläge nach oben und nach unten, aber jetzt vor und nach dem EZB-Zinsentscheid im Prinzip unchanged. Der September geht ja ohnehin, also statistisch gesehen, als eher schwächlicher Börsenmonat. Jetzt im Moment macht er zumindest insofern diesem Ruf Ehre, dass er ziemlich volatil ist. Glaubst du, das geht auch so weiter? Ja, denke ich schon. Also die Gesamtgemengenlage aus einerseits auch Krieg, Öl- und Gaspreisen und weiterhin steigenden Zinsen und auch im Prinzip der Nervosität, die am Kapitalmarkt herrscht, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Die Leute, die hängen quasi an jedem Kommentar von der Fed oder von der EZB. Jede Interpretation wird genutzt oder wird vorgecastet oder wird gehandelt. Insofern die Headline-Nervosität ist sehr hoch. Und wir erwarten das auch bestimmt die nächsten 6 Monate, dass es in dem, sag ich mal, Fahrwasser so weitergeht, dass im Prinzip die Kommentare da auf die Goldwaage gelegen werden. Wir werden es auch nachher nochmal sehen bei der EZB-Pressekonferenz, was da für ein Wording genutzt wird. Da kommt es ja auch wirklich auf jedes Wort an oder auf jede Usance oder was auch nicht gesagt wurde und wie der Markt dann darauf reagiert. Und die Reaktionen sind stark, die Volatilität ist hoch. Und am Anleihenmarkt hat sich jetzt halt zuletzt das Bild abgezeichnet, dass die Renditen eigentlich steigen. Und man weiß jetzt auch nicht genau, wann da im Prinzip der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Ja. Was für eine Handelsstrategie würdest du dann, also als Profi, du sitzt hier jeden Tag auf dem Parkett, was würdest du den Zuschauern vielleicht auch raten, jetzt in dem Marktumfeld als Strategie? Ja, Strategie ist ein gutes Thema. Also was die Kunden bei uns im Skonto, also bei uns bei den betreuten Anleihen suchen, sind ja wie gesagt 2- bis 4-jährige Anleihen, die ein überschaubares Emittentenrisiko haben und auch ein überschaubares Zinsrisiko. Und dann natürlich Emittenten von hoher Qualität, also mit einem sehr guten Rating. Insofern ergeben sich da natürlich gute Möglichkeiten oder teilweise auch Staatsanleihen, diese BTP-Anleihen, diese italienischen Staatsanleihen, 10 Jahre, 30 Jahre oder US-Treasury-Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten. Die sind bei uns im Skonto, also in unseren betreuten Anleihen, sehr gesucht. Haben natürlich auch alle die retailfreundliche Stückelung von 1000. Und insofern sind da auch die meisten Umsätze. Und das ist das ist natürlich auch ein interessantes Thema oder ein interessantes Vehikel, um direkt auch die Zinsen in den USA zu spielen oder im Euroraum oder die Zinsveränderungen. Ja. Ja, und dann behältst du natürlich und alle anderen hier das ganze Thema weiter im Auge. Für den Moment vielen lieben Dank fürs Interview. Vielen Dank auch, ja. Danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick jetzt direkt nach der EZB-Leitzinsentscheidung. Was ist daraufhin passiert am Markt? Wie ist die erste Reaktion ausgefallen? Wie sieht es gerade aus bei den Aktien, aber eben auch speziell bei den Anleihen? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.